Sehr geehrte Damen und Herren, auf der letzten ZDK-Vollversammlung im Mai in Regensburg haben wir uns gemeinsam eingesetzt für die Freilassung der sudanesischen Christin Miriam. Sie war zum Tode verurteilt worden, wurde zwischenzeitlich freigelassen, ist geflüchtet, wurde wieder festgenommen und ist heute nach einer langen Odyssee sicher in den USA mit ihrem Mann Daniel und den beiden Kindern. Sie selber sagt, die Tortur ist vorbei. Wir begrüßen Ihre Freilassung. Herzlich danke ich Ihnen allen für Ihr Engagement in dieser Sache. Dass dies leider kein Einzelfall ist, haben wir vor 2 Wochen in der deutschen Presse lesen müssen. In Lahore, Pakistan, töteten mehrere Menschen ein Ehepaar, das angeblich den Koran geschändet haben soll. Die Christen Sharma und Shasas lebt mit ihrem 6-jährigen Sohn und der 4-jährigen Tochter in einer kleinen Hütte. Sie arbeiteten in einer Ziegeleifabrik. Die wütenden Nachbarn verprügelten sie, banden sie hinten an einen Traktor und schleiften sie bis zur Ziegeleifabrik, um dort ihre leblosen Körper in den Brennofen zu werfen. Die Freilassung der sudanesischen Christin Miriam und die deutschen Presseartikel zu dem Fall in Pakistan zeigen meines Erachtens vor allem 2 Dinge. Erstens, das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist heute auf der internationalen Agenda angekommen. Und zweitens, durch die genaue Beobachtung der Weltöffentlichkeit, gerade im Zeitalter von Web 2.0, kann es sich heute keine Regierung und kein Staat mehr erlauben, Menschen aus religiösen Gründen, egal welcher Glaubensrichtung und Konfession, zu benachteiligen oder womöglich Schlimmeres. Bevor wir nun in einen vorschnellen Aktionismus verfallen, möchte ich gerne ein paar grundsätzliche Überlegungen zu dem Thema Religionsfreiheit hier anstellen. Um es gleich vorweg zu sagen, der meines Erachtens kritischste Punkt bei der Beschäftigung mit dem Thema hier bei uns in Deutschland ist, dass wir aufpassen müssen, uns nicht in einer Ecke von Islamfeindlichkeit oder Islamophobie zu bewegen oder uns von anderen in diese Ecke drängen zu lassen. Es geht nicht gegen eine andere Religion, sondern es geht um die Freiheit in der Religion. Dies ist mir besonders wichtig als jemand, der seit vielen Jahren sehr engagiert unterwegs ist in dem Thema christlich-islamischer Dialog. Ein paar Fakten. Im letzten Jahr wurde erstmalig der ökumenische Bericht zur Religionsfreiheit von Christen weltweit der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland veröffentlicht. Darin heißt es, dass in 184 Ländern der Erde die Religionsausübung gefährdet ist. Darunter leiden die Angehörigen aller Religionen. Christen sind in 111 Ländern betroffen. Wenn wir uns also als ZDK mit der Verletzung des Menschenrechts auf Religionsfreiheit beschäftigen, dann sollten wir dies auch in der Linie tun, dass es um ein Menschenrecht für die Angehörigen aller Religionen geht und sich unser Einsatz nicht exklusiv auf Christen, so wichtig und so notwendig dieses ist, begrenzt. Ich habe bei meiner Beschäftigung mit dem Thema festgestellt, dass es notwendig ist, sehr genau in die Einzelsituation hinzuschauen. So sprechen wir heute bei mir ja auch nicht mehr pauschal von Christenverfolgung, sondern wir sprechen zunächst einmal von Christen in Bedrängnis. Damit greifen wir die Sprachregelung der meisten unserer Partner aus den Ländern auf, wo eine freie Religionsausübung nicht oder nur sehr schwer möglich ist. Dabei berufen wir uns auf den Paragraf 18 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO, die festhält: Jeder Mensch hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung
allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat zu bekennen. Damit ist sowohl die positive Religionsfreiheit definiert, das heißt, dass sich jeder Mensch zu einer Religion bekennen kann und diese ausüben kann, wie auch die negative Religionsfreiheit, also das Recht eines jeden Menschen, seine Religionsgemeinschaft freiwillig verlassen zu können und seine persönlichen Überzeugungen nicht offenbaren zu müssen. Das Recht eines jeden Menschen, seine Religion frei wählen zu können, das wird als individuelle Religionsfreiheit bezeichnet. Die Menschen üben, wie wir das auch alle kennen, ihre Religion aber auch in Gemeinschaft aus. Und daraus abgeleitet spricht man von der korporativen Religionsfreiheit, wenn es dann um die Religionsfreiheit für Gemeinschaften geht, was ja ein großes Thema im Zusammenhang mit dem Beitritt der Türkei zur EU geht. Zu den Zahlen. Journalisten, das kann man gut verstehen, die wollen gerne griffige Zahlen haben. Einige christliche Gruppen machen es sich hier jedoch in meinen Augen ein bisschen zu einfach. Wenn im Distrikt Kandamal im indischen Bundesstaat Orissa 50.000 Christen aufgrund ihres Christseins Opfer von Verfolgung werden, dann betrifft dies die Menschen, die Christen im Bundesstaat Orissa und nicht alle 30 bis 40 Millionen Christen, die in Gesamtindien leben. Damit es keine Missverständnisse gibt, jedes einzelne Verfolgungsopfer ist zu beklagen und ein Opfer zu viel. Aus effektheischerischen Gründen hier zu pauschalisieren, wird dem Menschen jedoch nicht gerecht. Hinter den nackten Zahlen stecken immer Einzelschicksale von Menschen, die ihre Familienangehörigen und Freunde verloren haben, die ihren Arbeitsplatz verloren haben oder die nicht mehr zur Schule gehen dürfen, alleine aus einem Grund, aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit. Um genau hinzuschauen, gibt Missio seit vielen Jahren eine Reihe zum Thema Religionsfreiheit heraus. Hier schauen wir uns Land für Land, Distrikt für Distrikt an und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern versuchen wir in der Reihe Auskunft zu geben über den Stand der Religionsfreiheit in dem jeweiligen Land. Obwohl die Religionsfreiheit völkerrechtlich verbindlich verbürgt ist, bleibt sie ein gefährdetes und vielfach verletztes Menschenrecht. Die Verletzungsphänomene reichen von Stigmatisierung bis hin zur Verfolgung ganzer Religionsgruppen. Verfolgte religiöse Minderheiten sind zum Beispiel die Hindu-Tamilen im mehrheitlichen buddhistischen Sri Lanka, die Bahai im Iran, die Christen im hindu-fundamentalistischen Bundesstaat Orissa in Indien, die Zeugen Jehovas im von der christlichen Orthodoxie geprägten Griechenland, tibetanische Buddhisten, Muslime, christliche Gruppen und Anhänger von Falun Gong in China, die Kopten in Ägypten und in Nordkorea steht auf den Besitz einer Bibel die Todesstrafe. Ebenso wird das Menschenrecht auf Religionsfreiheit verletzt durch das Verbot von einem Religionswechsel in vielen islamisch geprägten Staaten oder, auch das sei hier erwähnt, das Minarettverbot in der Schweiz. Wir fordern die Möglichkeit für Christen, ihren Glauben in Ländern der islamischen Welt zu leben, genauso wie es natürlich auch andersrum gelten soll. Weitgehende Einigkeit besteht in der Feststellung, Christen gehören weltweit zu den am stärksten bedrängten religiösen Gemeinschaften. Um es konkret zu machen. Im Zusammenhang mit der Vertreibung der letzten Christen aus Mossul im Irak sagt der dortige Patriarch Ignatius in einem Appell an die Staatengemeinschaft: Wir Christen sind im Irak, in Syrien und im Libanon zu Hause. Wir sind nicht importiert worden. Wir sind da seit 2 Jahrtausenden. Und so haben wir das Recht, als Menschen und Bürger jener Länder behandelt zu werden. Sie verfolgen uns im Namen ihrer Religion. Sie drohen nicht bloß, sie machen ihre Drohungen wahr. Sie brennen nieder, sie ermorden. Soweit das Zitat.
aufgrund des barbarischen Krieges durch die extremistischen Islamisten, besonders durch die IS, und mangelnde Sicherheit haben etwa die Hälfte der Christen im Irak, genauso wie viele andere Minderheiten, das Land verlassen. 1,2 Millionen sind aus dem Süden und aus dem Mittelirak in den eher sicheren kurdischen Norden geflohen. Die Terrormiliz IS bedroht Andersgläubige mit dem Tod. Wir hatten gedacht, dass so etwas weltgeschichtlich vorbei sei. Beispielhaft für die Situation in Syrien möchte ich kurz das Schicksal von dem am 7. April diesen Jahres umgebrachten Jesuiten Franc de Luc nennen. Er hat seit 1964 in Syrien als Seelsorger und Psychotherapeut gelebt. Er hat versucht zu vermitteln zwischen den unterschiedlichen Religionsgruppen. Er hat bis zuletzt ausgeharrt in Homs und hat gesagt, ich will hier nicht meine Leute verlassen, ich bleibe hier. Und das hat ihm schließlich sein Leben gekostet. Sein Grab in der Kapelle der Jesuiten ist inzwischen zu einem Pilgerort von einem Märtyrer für zahlreiche Gläubige geworden. Mit der Aktion Lebenszeichen Solidarität für bedrängte Christen, die Sie im Film gesehen haben, bittet Missio unsere Pfarrgemeinden am Beispiel von Pakistan um Solidarität mit den bedrängten Christen. Das konkrete Beispiel für unsere Solidarität ist Asia Bibi. Sie war eine einfache Landarbeiterin, wurde aufgefordert, Wasser zu holen für ihre Kolleginnen, hat das Wasser geholt. Und dann haben die Kolleginnen sie gefragt, ob sie an Mohammed glaubt, weil wenn sie das nicht täte, dann könnten sie das Wasser nicht trinken. Daraufhin ist eine Diskussion zwischen ihnen entbrannt und dann soll Asia Bibi, so wird ihr vorgeworfen, sie streitet es ab, gesagt haben, Jesus Christus und nicht Mohammed wäre der wahre Prophet Gottes. Es kam dann zu einer Schlägerei. Asia Bibi ist zu ihrer Familie geflüchtet, wurde von der Polizei in Schutzhaft genommen und ins Gefängnis geworfen. Seit 5 Jahren, wie unsere Partner sagen, verrottet sie jetzt im Pakistan im Gefängnis. Sie ist angeklagt worden nach dem Artikel 295c und zum Tode verurteilt worden. Sie wartet weiterhin auf Berufungsverhandlungen im Gefängnis. Ihre Familie ist wegen mehrerer Drohungen geflohen. 2 Politiker, die sich für sie eingesetzt haben, sind 2011 erschossen worden, darunter ein Bundesminister. Asia Bibi steht als Fall für 1250 ähnliche Fälle in Pakistan. Wenn wir uns also für Asia Bibi einsetzen, dann setzen wir uns damit auch für alle Menschen ein, die von dem Gesetz in Pakistan betroffen sind, gleichgültig welcher Religion. Um die Öffentlichkeit in Deutschland auf das Schicksal aufmerksam zu machen, haben wir eine Petition unter der Überschrift »Reißen Sie Mauern ein, Freiheit für Asia Bibi« gestartet. Wir wollen die Bundesregierung damit auffordern, sich weiter auf allen diplomatischen Kanälen für die Freiheit von Asia Bibi einzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Blasphemiegesetze in Pakistan gemildert werden. Somit versuchen wir, ein Lebenszeichen für bedrängte Christen zu setzen, weil wir überzeugt sind, dass Gott allen Menschen die gleiche Würde schenkt. Als prophetische Kirche gilt dabei unsere Aufmerksamkeit vor allem den Armen, Entrechteten und Schwachen dieser Welt. Wir machen heute als ZDK die Verletzungen der Religionsfreiheit öffentlich und unterstützen engagierte Christen, die sich für Glaubensfreiheit, für das Gespräch mit anderen Religionen, für Frieden und Versöhnung vor Ort bei ihnen zu Hause einsetzen. Wir wissen aus unserer Arbeit, bedrängte Christen haben Angst, Angst, dass sie vergessen werden. Sie fassen Mut, wenn sie hören, dass anderswo Christen, Menschen Anteil nehmen an ihrem Schicksal und dem Gebet mit ihnen verbunden sind. Denn wir sagen, und damit möchte ich schließen, wie es auch auf dem
transparent drüben steht, das Menschenrecht auf Religionsfreiheit ist unteilbar und gilt für alle Menschen. Dankeschön.